Reg dich ab, okay? Kira und ich haben nur ein bisschen über Musik gequatscht. Mit dem Scheiß. Du weißt genau, was ich meine. Sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Das ist jetzt 2 Jahre her. Kein Mensch hat irgendwas davon mitbekommen. Und das bleibt auch so. So verpiss dich. Alle, was ist denn hier los? Kann mir mal einer sagen, was das soll? Das übernimmt am besten Ringo, hm? Tschüss. Jetzt sag endlich, was mit Yannick ist. Dir ist schon klar, dass ich dich so lange nerve, bis du es mir erzählst. Ich kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Hallo? Yannick war ja wohl wegen mir hier und du hast ihn rausgeschmissen. Weil er ein Arschloch ist. Wieso denn? Er war doch voll nett. Ich wette, du bist eifersüchtig. Yannick war bei diesem Nerd-Workshop bestimmt besser als du. Und darum nervt es sich, dass er jetzt am Thomas Mann ist. Er war nicht besser. Was dann? Okay. Aber erzähl's nicht Mama und Papa. Also damals im Computercamp haben wir uns öfter über fremde IP-Adressen in externe Firmenseiten eingehackt. Seit wann hast du ein Problem damit? Gar nicht, deswegen habe ich auch mitgemacht. Okay, und wann kommt der Arschlochteil? Ein Server hatte ziemlich krasse Security. Yannick hat es trotzdem geschafft und ein paar Firmenkunden erleichtert. Später habe ich dann rausbekommen, dass er das über meine IP-Adresse gemacht hat. Ja, das heißt, wären wir erwischt worden, dann wäre ich dran gewesen. Krass, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ja, die Kumpelnummer kann er eben. Arschloch. Sag ich ja. So, das war's dann, ne? Hallo Welt, hier ist wieder Radio T-Time FM mit eurem Hausmeister. Es gibt doch nichts Geileres, als wenn man ein so richtig beschissenes Problem endlich los wird, oder? Vor allem, wenn es wie eine Zecke an dir klebt und dir den letzten Tropfen gute Laune aus dem Blut saugt. Leider verschwinden Zecken und Probleme nicht von allein. Also hört auf euren Kotzmeister und tut selbst was, wenn euch jemand ans Bein pinkelt. Danach fühlt ihr euch gleich viel besser. Versprochen. Kira? Keine Zeit. Ganz kurz nur. Am Brett steht irgendwas von Raumwechsel beachten beim Deutschkurs vom Wiesenhöfer. Weißt du, wo der neue Raum ist? Schon mal was von Sekretariat gehört. Ist irgendwas. Echt jetzt? Okay, schon klar. Ringo hat also mit dir gesprochen. Ich find's total scheiße, was du mit ihm in diesem Freakcamp abgezogen hast. Was genau meinst du? Jetzt tu doch nicht so blöd. Du hast dich über sein Online-Adressending in irgendwelche Konten eingehackt. Er wäre voll am Arsch gewesen, wenn sie euch erwischt hätten. Ich weiß, das war nicht okay von mir. Ich war damals einfach ein Vollidiot. Sieht ganz so aus. Es tut mir wirklich leid. Ich will keinen Stress mit Ringo. Und ich fände es total schade, wenn wir uns deswegen jetzt nur noch aus dem Weg gehen würden. Gute Nachrichten. Im Supermarkt gibt's Nagellack im Sonderangebot. Als ob ich den da kaufen würde. Nein, wegen Yannick. Jetzt guck nicht so. Ich hab gesagt, gute Nachrichten. Es tut ihm leid, was im Camp passiert ist. Hast du etwa noch mal mit ihm geredet? Bist du dumm? Ich wollte dich doch nur verteidigen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Klappe halten. Ja, vor Mama und Papa. Was ist eigentlich dein Problem? Der Typ ist mein Problem. Kannst du es nicht verstehen? Und warum hörst du mir nicht zu? Es tut ihm leid. Er sagt selbst, dass die Aktion idiotisch war. Du bist so stur. Klär das doch einfach mit ihm, dann hättest du wenigstens mal einen Kumpel. Du lässt Kira ab jetzt in Ruhe. Keine Verabredung und auch kein Freundschaftsgetue mehr. Sonst wirst du dir wünschen, du wärst niemals an diese Schule gekommen. Merkst du eigentlich, wie lächerlich du dich hier machst? Ich meine das ernst. Ich auch. Kira ist cool, ich mag sie. Das
Das interessiert mich ein Scheiß. Ich will nicht, dass du mit irgendjemandem aus meiner Familie Kontakt hast. Weißt du was? Eigentlich wollte ich niemandem was von damals erzählen. Aber wenn du so weitermachst, schwöre ich dir, erzähle ich allen, was damals passiert ist.